Herzlich willkommen, meine Lieben, zu Stalker 2, Heart of Chernobyl. Ja, das war für mich direkt auch eine lange Reise, um endlich an den Punkt zu kommen, wo ich es euch vorstellen kann. Technisch hatte ich arge Probleme, ich habe mich aber noch mal ganz tief durch OBS gegraben und denke, jetzt endlich bekommen wir eine akzeptable Performance. Denn die Aufnahmen waren immer gräuslich, obwohl es hier gut lief, auch mit stabilen Framerates, keine Ahnung. Aber es läuft jetzt, ja. Wir haben also endlich einen offiziellen zweiten Teil zum Stalker, das hier erstmal 2007 erschien. Ich habe nur auch schon einige Stunden darin verbracht, kann ein bisschen Eindrücke vermitteln, das machen wir aber im Spiel, dass ich euch hier nicht so voll quatsche, sondern ihr auch was zu sehen habt. Zu Beginn werde ich euch aber erstmal das Intro genießen lassen und mich hier kurz ausklinken. Wir sehen uns danach wieder. Los geht's! Last question, Dr. Dalin. Are you sure the perimeter surrounding the zone is really enough? If a powerful emission were to occur, we... Listen. The zone has remained stable for years. Besides, we didn't establish the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety. As the head of the Scientific Institute for Research of the Chernobyl area, or Circa for short, I believe the wonders that we will bring to the world far outweigh the potential risks. How big are these risks exactly? The zone reveals a whole new world. We can stick with the old one, fearing change. But tell me, do you want our descendants to remember us as cowards? Or as those who dared to venture forward to a new, better humanity? The injured were evacuated. I remind our listeners that a similar incident happened in our region quite recently, ruining homes and livelihoods. City officials urge people to stay calm, assuring them the situation is totally under control. You alive back there? Yeah, I'm okay. Zone is really raging today. See that? It was a hell of a blast. Can't remember one. So fierce. Are we close? Kind of. The central checkpoint could be on alert after the emission, but there's another way in. A crack in the wall to the left of the fault. Bugger off! Hope you didn't lose your secret artifact along the way. If it was outside the zone for too long, it would have lost its anomalous energy. But
But I've got this shiny metal thing to recharge it. One lucky activation, and we have a gold mine here. Sector 9, visual detection of the vault. I say again, Sector 9, visual detection of the vault. Show me what you found. What the hell is this? I've seen artifacts taken from the zone before. They always burn out and fall apart real fast. But this one? This one is not from the zone. Oh, I bet. Where'd you find it? In my laundry basket. Who do you think you're talking to, huh? You have any idea what this scanner cost me? If it's not an artifact, it's gonna blow us all to hell! I won't let my hard work come to nothing because of you. I won't let you flush it down the shitter! This stone owes me a new home. We gotta move. Get to the scientist bunker. Nehoda will explain how to proceed with the scanner. He's waiting for you. Good luck. Ohne Mikro unterwegs. So, und dann sind wir auch schon in der Zone angekommen. Ja, es wird jetzt am Anfang erstmal relativ linear. Die offene Welt, für die ich zumindest Stalker irgendwann mal sehr zu schätzen gelernt habe, die wird sich erst allmählich ergeben. Denke ich auch, um Leute, die Reihe vielleicht noch nicht kennen, erstmal abzuholen und ihnen zu erklären, wie das hier alles funktioniert. Ja. Wir haben außerdem, das musste ich feststellen, viele Areale, die wir aus dem Original kennen werden, was auch nicht ungewöhnlich ist, weil die Entwickler haben meines Wissens nach für den ersten Teil große Teile der Areale um Tschernobyl und Pripyat eingescannt, um sie authentisch nachzubauen. Da wir wieder in der gleichen Gegend sind, sieht sie natürlich auch ähnlich aus. Nur ist alles tausendmal schicker. Liegen ja auch gut 17 Jahre zwischen den Teilen. Das ist schon eine Ansage, ja. Genau, und es ist auch ähnlich wie bei all den anderen Teilen. Wir werden erstmal einen sehr steinigen Einstieg bekommen. Uns wird ordentlich was abgefordert werden, um hier einigermaßen Fuß zu fassen. Und je weiter man kommt, desto leichter wird es im Grunde. Ja, also wir haben wirklich das Original-Stalker-Feeling in einem modernen Gewand. Genau. Hier auch wieder die übliche Belastbarkeit, die erstmal in weniger Konditionen übergeht. Und irgendwann können wir uns gar nicht mehr bewegen, wenn wir komplett überlastet sind. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Falcon 3, investigate the scientist bunker. Die erste tödliche Anomalie. Okay. Nehmen wir mal die Beine in die Hand. Na, komm. So, bevor wir den looten, erstmal zur Seite. Und wir haben gleich schon mal eine neue Waffe. Ist doch auch gut. Na. Die Waffen sind verschleißbar. Mal sehen, wie es um diese Waffe steht.
Oh, ist es tatsächlich alles noch gut mit unseren Waffen? Da geht's raus. Aber wir erkunden natürlich noch ein bisschen, versteht sich. Danke dir. Ich glaube, du brauchst es nicht mehr. Gut, dann also auf zu diesem ominösen Bunker. Es gibt ja schon erste Gegner, aber ich versuche gar nicht erst, mich mit denen anzulegen. Das kostet mich alles nur Ressourcen und Energie und Nerven. Eilen wir erstmal unserem Missionsziel entgegen. Zumal ich bisher auch keine Erfahrungspunkte gesehen habe. Man kann sich jetzt nicht etwa weiterentwickeln. Leider auch keine Statistik mehr. Ich fand das ganz cool. Oh. Merken, wo die Leiche ist, um sie auszuräubern. Ja, so herzlos geht's hier zu. Wir trauen niemandem nach. Wir wollen einfach nur überleben. So, ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt. Irgendwo hier müsste er liegen, ne? Ach, man sieht sogar Kreuze auf dem Radar. So. Jetzt seht ihr vielleicht auch... I don't think it'll be that easy. But I'll figure it out. Also ihr seht jetzt vielleicht auch, warum ich heute ein bisschen weiter oben bin, damit ihr auch Energie und Schnellauswahl seht. Genau, und um vielleicht das Missionsziel auch nochmal kurz abzudaten, wir haben ja diesen Scanner und brauchen bestimmte Koordinaten, um ihn aufzustellen, und die sollen wir hier bekommen. Darum sind wir jetzt hier. Und, auch ganz wichtig, Waffen überladen uns schnell. Also können wir sie auch entladen. Ah, die ist leer. Sonst wäre hier noch ein Button entladen. Dann können wir sie ablegen. Aber noch behalte ich sie, weil so viel wiegen wir gerade nicht. Super Bushi. Und rein. Autsch. Das hätte ich anders lösen sollen. Okay, gleich erstmal Energie. Das seht ihr vielleicht auch, auf Q und E sind, ist die schnelle Auswahl. Und wenn ich Q einmal dippe, bekomme ich das linke Objekt, wenn ich Q gedrückt halte, das rechte. What the fuck happened here? Eigentlich eine gute Lösung. Jeven Osachka, dich haben wir zumindest nicht gesucht, trotzdem schade, dass du nicht mehr lebst. Und der hat einen Strahlenschutz mit dabei, wunderbar. Oh ja, Anton Nehoda, den wir gesucht haben, auch der ist leider tot. Well, what is it? Any updates? The goat is dead. So are the other scientists. Dead? Oh God! We're screwed! Get out of there immediately! Stop freaking out and tell me where the data is stored. Find his laptop. The coordinates should be in there. So, wir haben auch gleich noch eine neue Waffe. Gut. Und ein bisschen Munition. Hoffentlich kommen wir erstmal klar. Aber wir haben auch Schnellspeichermöglichkeiten mit F5 gerade gedrückt. Ich habe da Daten entdeckt. Das habt ihr vielleicht gesehen. Ich würde vorerst davon absehen, sie vorzulesen, weil da ist nicht so viel Interessantes drin. Es sei denn, es wünscht sich jemand, dann würde ich auch vorlesen. Andernfalls machen wir vielleicht auch irgendwann mal eine Spieleinheit, wo ich die Infos über die Welt, die sich daraus ergeben, zusammentrage. So, kann ich jetzt raus? Ach nein, ich sollte ja das Laptop suchen. Genau. Das hatten wir doch gleich am Anfang gesehen. Jawohl. Goat is dead. I'm Mr. Client. Whoa! That's a hell of a mess you got there, boys. Well,
Screw that smart-ass bastard. I never liked him anyway. Hold on a sec, Mr. Client. Did Herman at least tell you what to do with the coordinates? Sag du's mir. Remind me. Holy fucking cow. Will you let me eat in peace for once? All right. Follow the coordinates and stick your scanner into the ground. And then back off. When it's all done, you pick it up. Got it? If not, that's your problem. I'm not a damn help desk. So long, Mr. Client. Do you have the coordinates? I hope you do. Things are about to get a little more complicated from here. Good thing it's been a walk in the park until now. First, find the detector. This is a mobile lab. Scientists ought to have at least one. I've already got a detector. You'll need to acquire an artifact to shield yourself from the scanner's radiation. If you don't, you might end up joining Nagoda. How? Find an anomaly. After the emission, it shouldn't be that difficult. Then use the detector signal to navigate it. If the Stalkers have figured it out, I'm sure you can too. After that, attach the artifact to your belt and go plant the scanner. Just try not to get killed in the anomaly. That would be rather embarrassing. Genau, wir brauchen jetzt also ein Artefakt und die findet man üblicherweise in Anomalien. Also müssen wir jetzt die Anomalie und danach das Artefakt suchen. Und wir brauchen einen Scanner, um es zu finden und den haben wir auch schon. Hier ist er. Ich muss den nur noch in die Schnellauswahl packen. Und dann habe ich ihn auf der 7, kann dabei aber nur noch Messer oder Handgun benutzen. So, und da haben wir auch schon Signal und hier haben wir auch schon eine Anomalie. Da ist es. Gut, jetzt müssen wir noch die Anomalie ausrüsten. Oh, fuck. Da mal ein Problem. Okay, dann verschieben wir das. Flicken uns erstmal zusammen. Ah, wo ist er? Da. Oh, fuck. Okay. Das wird erstmal interessant. Wo bist du, Bursche? Bin gerade an ihm vorbeigerannt, ne? Oh, Mann. Das wird ein bisschen haarig. Wo bist du? Ich renne hier rein, damit ich ihn besser sehen kann. Ist gerade an mir vorbei. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Ja. Gut. Dann nehme ich jetzt ein kleines Verbandpäckchen. Das gibt weniger Energie, aber stoppt die Blutung. Das waren die roten Tropfen. Und diese Blutung sorgen dafür, dass ich kontinuierlich Energie verliere. So, den haben wir jetzt erstmal. Dann können wir unser Artefakt ausrüsten. Und das sorgt für etwas mehr Strahlungsschutz. Gut. Dann müssen wir jetzt zur ersten Scanstelle. Das klang sprachlich ziemlich unbeholfen, aber ich glaube, das wird mir häufiger passieren. Weil das Spiel ist mitunter spielerisch schon fordernd. Und dann lässt die Konzentration für andere Hirnfunktionen etwas nach. So. Gut. Hier nimmt die Strahlung zu. Da haben wir unsere erste Stelle. Und sobald es steht, wir haben es gelernt, Beine in die Hand und Abstand nehmen. You alive?
I'm okay. Is charging always this noisy? No, but that rock of yours is pretty unusual. Check the scanner quick. Is it charged? Man sieht, das hat nicht nur viel kaputt gemacht, sondern auch Anomalien ausgelöst. Muss ein bisschen aufpassen, wo ich hintrete. No. Calm down. I've got some time left. Heading for the next spot. Oh, das sind Gegner. Ich sollte mich lieber nicht zu gut sichtbar machen. Ah, okay, hat. Okay, einer ist tot. Oh, ich höre eine Granate. Mist. Ah. Okay, bisschen peinlich. Zum Glück habe ich vorher gespeichert. Okay. Schäme mich ein bisschen. War nicht gut. Gut, auf ein neues. Calm down. I've got some time left. Heading for the next spot. Gut, Nummer 1. Jetzt sollte ich auch meine Energie noch mal ein bisschen anheben, bevor es weitergeht. Auch tot, Nummer 2. 3 waren es, ne? Wo ist der? Da ist er. Und darum habe ich die Taschenlampe aus, denn was ich jetzt sehe, das könnt ihr auch sehen. Oh, Granate. So, erledigt. Gut. Dann erstmal. Nee, da wollte ich nicht rein. Frohes Looten. Dein Zeug. Und die Waffen, das ist auch ganz gut, die kann man jetzt so entladen. Da ich die allerdings nicht habe, nehme ich sie gleich mitsamt der Munition mit. Was hast du für mich? Etwas Wurst? Und man sieht jetzt an diesem kleinen Gewichtssymbol unter der Schnellauswahl, ich bin überladen. So, wo war denn der dritte Dude? Und ich sehe doch auch Kreuze, ne? Ja, ja. So. Dann schauen wir mal, was ich zu viel habe. Das kann weg. Ah, die ist schon ziemlich hinüber. Vielleicht lasse ich die auch einfach hier. So, dann geht's auch wieder. Und hört ihr die Jazzmusik? Vor uns ist ein Schiff. Da müssen wir eigentlich nicht rein. Aber es lohnt sich, da einmal reinzugehen. Das ist nämlich eine weitere, sehr spezielle Anomalie. Machen wir vorher F5. Nichts drin, leider. Mhm. Time to plant the scanner and get out of here. Ja, da dachte ich nämlich auch erst, er kommt hier rein. Ist aber nicht der Fall. Hier spukt's. Seht ihr das? Ich werde hier mit Sachen beworfen. Ich denke, wir lassen den Geist hier weiter spuken und gehen jetzt zum Scan-Ort. Allerdings, ich muss aufpassen. Wir haben
sehr schnell sehr schweren Sturzschaden. So. Gut, gehen wir zum Scanort. Oh, die ist leer geschossen. Aber hier haben wir noch ein bisschen was. Jawohl. Ich bin offenbar nicht der Erste, der hier was machen wollte. Danke dir, Dude. Gut. Dann legen wir mal los. Diese Ratschläge da unten im Bild, ne, die sind alle so ein bisschen random eingestreut. Weiß nicht, warum ich jetzt darauf hingewiesen werde, dass ich der rechten Maustaste ziehen kann. Okay, und ich ziehe weg. Jetzt haben wir eine Feueranomalie. Herman, Sauter's premium coordinates smell like a scam. His coordinates always work like a charm. But the emission could have thrown a wrench in the works. We'll find out soon. So, gerade ist die Strahlenbelastung sehr hoch. Are you there? The place is swarming with soldiers. They're gonna shut everything down and then you'll never get out of the zone. Just one spot left. Okay. That's got nowhere to go back to, Herman. Okay, wir bekommen also gleich Gesellschaft. Und er rät uns dringend abzuhauen, aber nö, wir sind ein harter Stalker. Wir können das handeln. Und wer den ersten Teil oder die ersten Teile noch kennt und den Strahlenschaden sieht, weiß, dagegen hilft Wodka. Und witzigerweise sieht die Welt dann sogar ein bisschen bunter aus. Finde ich auch sehr witzig. Genau. Oh, und ich muss auch mal was essen. Was wollen wir essen? Brot oder Wurst? Warum nicht beides? Ein Wurstbrot. Ist übrigens auch ein Achievement. Oh. Oh. Hier sind ein paar Items drin. Die hole ich mir jetzt nicht. Ihr werdet eventuell gleich verstehen, warum. Ich soll immer noch mit der rechten Maustaste ziehen. Some kind of anomaly. What? I see the scanner. Tracing for anomalous activity in radio signals. Situation unclear. You inside. You to the roof. Move out. HQ, move out for reporting. Come in, HQ. Damn it. Finish him, and let's make tracks.
Jawohl. Und das ist der Prolog zu Stalker 2. Ja, diese Anzeige geht mir so langsam. Naja. So geht's auch. Wow, wow, wow! Some fireworks, huh? Who are you? I'm your guardian angel. Here's a bolt. Why the hell would I need a bolt? Take a look around. Oh, crap. Yep. Toss it into the anomaly, then while it resets, run like hell. Got it? Got it. Also wir müssen die Anomalien auslösen, um da unbeschadet durchzukommen, ne? Schraube, Hammer. Genau, und jetzt schnell durch, denn die kommen auch schnell wieder. Machen wir. I knew you could do it. Well, okay, I didn't really know, but I sure hoped you would. How'd you get here without any gear? Ich wurde angegriffen. I was attacked while on a job. I got hit in the head. When I woke up, I was in almost nothing but my birthday suit. You're lucky they didn't kill you right away. You should stop by Zalisa and check up with the doc, man. And talk to the bartender while you're there. See if he knows anything about your attackers. Squint. Damn it, man. Gut. Und ich werde gerade mal neu starten, damit diese blöde Anzeige endlich mal verschwindet. Und dann werden wir noch ein bisschen in die Zone gehen. Aber den Prolog, den haben wir jetzt erstmal abgeschlossen. Achso, ich wurde ja leider komplett geplündert. Ich habe nur noch eine Handfeuerwaffe mit gerade mal 25 Schuss. Das ist nicht so rasend viel. Aber da müssen wir jetzt leider erstmal liegen. So, in dem Haus ist es geschehen. Was uns wieder vor. Und jetzt wird vielleicht auch klar. Jetzt wird auch klar, warum ich diese Sachen nicht geholt habe. Die wäre nämlich auch weg gewesen. So, jetzt haben wir nämlich schon mal ein bisschen mehr Grundausstattung. Why is your ass still here? Head over to Zalisa and keep your mouth shut. Na gut. Unless you want both of us killed. Wollen wir nicht. Beide draufgehen. So, und jetzt beginnt sich die bisher lineare Story allmählich zu erweitern und die Zone offener zu werden. So. Jetzt haben wir schon ein bisschen stabilere Grundausstattung. Genau, da wollen wir jetzt auch hin. Und da findet offenbar gerade ein Feuergefecht statt. Da halten wir uns jetzt erstmal fein raus. Und machen uns möglichst unauffällig. Jetzt so ein Western-Szenario, ne? Sie haben mich noch nicht bemerkt.
Zwei sind noch übrig. Einer ist noch übrig. Und jede Menge Loot. So, und jetzt knöpfen wir uns diesen einen mal vor. Mhm, weil wir ein kleines Arschloch sind. Hat leider nicht gesessen. Aber der. Ja, so, jetzt können wir uns erstmal bereichern. Gut, was hattest du noch dabei, Guter? Alles klar. So, jetzt stehen wir schon ganz anders da. Gut. Ja, hier ist nichts weiter. Dann schauen wir uns jetzt erstmal unseren Loot an. Die ist so gut wie hinüber. Solche Waffen kann ich bisweilen auch noch nicht verkaufen, darum werfe ich sie gleich weg. So, den entlade ich, kann ich auch nicht mehr gebrauchen. Ja. Aber wir haben jetzt schon einen netten kleinen Schießprügel. Und der heißt sogar so. Slot 4, glaube ich, ne? Ja, Munition ist noch ein bisschen mager. Aber ich sehe gerade, ich kann die wechseln. Wie machen wir das? Ja, finden wir gleich raus. Beim nächsten Mal weiß ich es. Will euch jetzt nicht damit langweilen, hier die Tastatur durchzuprobieren. Genau, aber auch so kommt man in der Zone klar. Man guckt einfach den anderen dabei zu, wie sie sich selbst umbringen. Und zum Schluss räumt man das Feld von hinten auf. Hier noch irgendwas Schönes? Nö, irgendwie nicht. Gut, dann wollen wir mal. So, und wir dürfen nie vergessen, wir sind in der Zone. Hier ist alles feindlich. Hier können Gegner sein, menschliche wie Mutanten. Und es können auch stets Anomalien auf uns lauern. So, und jetzt wird's interessant. Das Gebäude ist belegt. Das können wir schon angreifen. Wir stehen aber noch nicht besonders gut da. Aber wir können uns ja auch einfach mal was trauen. Oh, ich werde auch schon bemerkt. Man sieht es an diesem Pfeilchen. Noch hat man mich nicht gesehen, aber man ist mir auf der Spur. Parken wir uns mal hier hinter. Habe ich denn mein Licht noch an? Nee, ich hatte es aus. Gut. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht, wo der ist, der mich da gesehen hat. Da ist was. Okay, dann haben wir schon. Okay. Da werden jetzt noch mehr kommen, darum gehe ich schon mal ein bisschen in die Defensive. Der ist auch hinüber. Eine Granate geworfen. Hatte ich den eigentlich erwischt? Da oben am Fenster ist noch einer. Gut, die sind schon mal erledigt. Ja, sehr schön. So, mal zwischenspeichern. Wer weiß, was noch kommt. Ah, ich höre auch schon was, das kommt. Oh. Gut, wo ist der? Muss irgendwo hier draußen rumlaufen. Da. Oh, der lebt noch. Wo bist du? Also die KI ist hier prinzipiell gar nicht schlecht. Die hat aber gelegentlich auch böse Aussetzer. Aber eher in geschlossenen Räumen, habe ich den Eindruck. Gut, der ist jetzt auch erledigt.
habe nicht mal so viel Schuss. Ich muss bald offensiver werden, um dann auch mit meiner Schrotflinte noch klarzukommen. Ja, wo ist der Burschi? Und ich blute. Dann regel ich das gerade mal. Ach, halt die Klappe. Oh, irgendwo ist eine Granate. Und ihr seht es vielleicht auch, dass sie nämlich nichts sieht. Mir wird nicht angezeigt, wo sie landet. Ich muss mich da sehr auf mein Gehör verlassen. So, der ist auch erledigt. Okay. Gut, dann räumen wir hier doch mal auf, ne? Jetzt sind wir schon so weit. Gut, kurz mal den Loot sortieren. Entladen, fallen lassen, entladen, fallen lassen. Jetzt habe ich zwei Schießprügel. Entladen. Den kann ich direkt behalten. Den kann ich mir noch verticken. Gut, nochmal speichern. Den schauen wir uns auch gleich nochmal an. Ja. Der bringt mir nichts mehr. Aber dein anderes Zeug, das hätte ich gern. So. Diese PDAs, die geben mir sinnvolle Hinweise. Lassen sich danach aber auch noch verticken. Das ist ganz praktisch. So. Zap, 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 zarab. Zap, zap. So. Gut. Trauen wir uns mal ins Gebäude, würde ich sagen. Oh, kann ich das vielleicht sogar von oben auf... aus aufräumen? Das wäre natürlich ganz praktisch. Ich kann hier nirgends einsteigen. Sehe aber auch zumindest keine weiteren Gegner. Das ist ein gutes Zeichen. Gehen wir mal wieder runter. Das ist hier schon, was wir hier tun, komplett optional. Muss man nicht machen. Kann man aber. Und bringt ein bisschen Zeugs. Gut, hier ist nichts Nützliches, wie es aussieht. Da geht's noch hoch. Oh, wer bist du denn? Grün. Grün heißt freundlich. Legen wir mal die Waffe weg. Well, who sent you? Richter or that asshole Zorik? Kenn ich beide nicht. Bist du verletzt? You aren't hurt, are you? It's nothing. Those losers from garbage can't even throw a decent punch. The zone's not the same anymore. Even the damn bandits have gone soft. No one sent me. Guess today is your lucky day. Did I ask for your help? Or do you just have a death wish? What you looking at? Expecting a reward? Ja, danke schön. Check the pogs. I'm just glad they left me my suit. Wait a sec. They didn't take the detector. Those scumbags think they're too good to dive into anomalies looking for artifacts. Easier to shake down a loner on his way out. Assholes. Sollte reichen, ja. That'll do. Hand it over. Here you go. There's an anomaly in the cave. Appeared right after the emission. Maybe the detector will help you sniff something out. Thanks for the help, Stalker. But don't count on anyone standing up for you if you run into trouble. You'll be better off that way. Interessantes Charakterdesign, ne? Also Dankbarkeit sieht anders aus. Er ist aber direkt im Gespräch ein bisschen weicher geworden, ne? Und er hat recht, ja, das ist eine unwirtliche Gegend, wo man sich auf nichts verlassen kann und niemandem trauen kann. Da wird man dann wohl so. Da ist es schon Dank genug, wenn er dich nicht anschließend über den Haufen schießt. So, wir haben hier einen Schalldämpfer für unsere Pistole bekommen. Jetzt haben wir zwei, ne? Also zwei... Was wollte ich sagen? Detektoren. Aber der ist ein bisschen was wert. Gut. Können wir den verkaufen. Gut, jetzt machen wir uns aber tatsächlich erstmal auf, an unseren Zielort zu gelangen. Das denn hier? Naja, ein anderes Mal. Wir gehen jetzt erstmal dorthin, wo wir hinwollen. Da sieht man schon am Zeppelin. Da wollen wir hin.
Achso, und es kann die Schaden der Waffe im Anschlag zu haben. Das heißt, wir haben ja inzwischen sogar eine etwas wirkungsvollere. Wahnsinn, so diese trostlose Einöde. Das fand ich war schon im ersten Teil genau eine große Herausforderung. Oder muss es gewesen sein, diese Tristesse doch so zu inszenieren, dass es noch einigermaßen ansprechend ist. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Denn es ist ja wirklich eine hässliche, verdorrte, lebensfeindliche Umgebung. Und obwohl die Vision ja ist, sich zu überlegen, was wäre aus der Zone geworden, wenn sie sich anders entwickelt hätte, ist es doch sehr realistisch gehalten, ne? Oh, fuck. Anomalie. Ein Glück. Gerade noch überlebt. Da habe ich nicht aufgepasst. Man sieht es nämlich hier, man sieht es kaum, aber man sieht es, dass hier Blätter kreisen. Das muss einem Warnzeichen sein. Puh. So, und ich habe meine Waffe schon mal weggesteckt, weil ich will jetzt hier durch den Wachposten und die finden das gar nicht lustig, wenn ich bewaffnet bin. Oh, liegt da was? Ja, aber nichts für mich. Hallöchen, Leute. Da gehen wir hin. I'm looking for Sauter. Nope. Talk to Gaffer. That's him over there. What do you want? Sit down and stay out of sight. Three of my men never reported back from their overnight patrol around the Lesser Zone. We found their bodies by the old bridge. Hey, soldier, over here. What do you call three dead wardens up the zone's ass? A good start. A traitor who goes by Hamster is peddling this service weapon. It belonged to one of those wardens. He got it from Squint. Apologies, Captain, but Zalicia is a free trade zone. We have an agreement with Korshinov. Where is Squint? The zone has its share of secrets. Who are we to meddle in its designs? Playing a wizened stalker sage, are you? Fine. Squint was there for sure. He finished off the wounded and looted their bodies. Is that the stalker way now? Das nehmen wir. Ich glaube, ich halte mich da raus. Ich erlaube mir kein Urteil. Who am I to judge? If you won't tell me, others will. Seize them! Easy now. Nobody's going anywhere. If you don't want the innocent to suffer, find me the culprit. Okay. That escalated quickly. In times of war, the law falls silent. Hey, Stalker. Must be near here. Come over here. Dann soll's für diese Folge an dieser Stelle genug sein. Ich denke, wir haben erste gute Eindrücke sammeln können. Es würde mich freuen, wenn ihr mich weiter durch Stalker begleitet. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal fürs Zusehen. Wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal.